Unser Hof ist ein Familienbetrieb seit über 1000 Jahren. Bei uns auf dem Hof haben wir natürlich vor allen Dingen die Kühe und dann die Kälber. Das heißt, alle weiblichen Tiere, die hier geboren werden, bleiben hier bei uns. Die zwei Hunde, eine Katze, die von dem vorherigen Hund nicht so geliebt wurde. Aber gut, vielleicht schaffen wir das jetzt mit dem neuen, mit dem kleinen Hund, dass er die Katze akzeptiert. Aber in der Hauptsache natürlich Rinder und dann eben auch noch zwei Ponys. Herzlich willkommen auf unserem Hof hier in Bad Iburg. Also ich kenne keinen Beruf, der so vielschichtig ist wie die Landwirtschaft. Wenn wir das zum Beispiel auch hier sehen mit unseren Kühen, das fängt damit an, wie erzeugen wir das Futter, wie gehen wir mit den Tieren um. Eine Milchkuh bedeutet für mich ein wertvolles Tier, ein Tier, was uns am Ende auch ernährt. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwo davon leben, was diese Milchkuh produziert. Aber es ist eben ein Tier, um das ich mich kümmere, ein Tier, dessen Gesundheit mir wichtig ist, dessen Wohl mir am Herzen liegt. Es ist ein unendlich interessanter, als ein unendlich spannender Beruf. Also der Unterschied in der Milchviehhaltung von vor 30 Jahren zu heute ist eklatant. Den Tieren geht es deutlich besser. Früher standen die Tiere auch hier bei uns in engen Anbindestellen, waren den ganzen Winter über nur im Stall, konnten sich nicht bewegen. Heute sieht das ganz anders aus. Die Kühe können immer frei rumlaufen, haben ihre Kuhbürsten, an denen sie sich das Fell kratzen lassen. Das Futter ist deutlich besser geworden. Wir wissen deutlich mehr über die Bedürfnisse der Tiere. Wir können die Tiere bedarfsgerecht füttern. Also dazwischen liegen Welten. Wir erleben zurzeit, dass immer mehr Frauen sich in den Bereichen engagieren, dass immer mehr Frauen auch Landwirtschaft studieren, dass immer mehr Frauen Betriebe übernehmen. Und ich denke, das ist gerade so in der heutigen Zeit auch sehr einfach, weil eben doch die Technisierung uns hilft und diese fürchterlich schweren körperlichen Arbeiten, wie ich sie eben teilweise auch noch erlebt habe, gibt es einfach nicht mehr. Die Zukunft der Landwirtschaft liegt in Innovation, dass sie sich Veränderungen anpasst. Das haben wir immer gemacht und das werden wir auch in Zukunft tun. Ich wünsche mir für die nachfolgende Generation, dass sie frei wirtschaften kann, dass sie viele Freiräume hat zu entscheiden und dass wir dadurch eben dann auch das Überleben unserer Familienbetriebe sichern können. Tschüss, vielen Dank für Ihren Besuch.